Im Ruhrgebiet und der näheren Umgebung gibt es schon tolle Ecken. Die Einbindung von Industriedenkmälern in umgestaltete Landschaften ist sehr gelungen. Dadurch ist die historische Identität des Gebiets erkennbar und es ist längst nicht mehr so schmutzig wie früher. Die ehemalige Zinkfabrik Altenberg ist ein LVR-Industriemuseum in Oberhausen, direkt hinter dem Hauptbahnhof. Die Fabrik war rund 130 Jahre in Betrieb und war auf die Herstellung von Blechen für den Baubereich spezialisiert. Das Museum wird zurzeit restauriert bzw. umgebaut und ist ja wegen der Pandemie momentan ohnehin geschlossen. Wenn allerdings mal wieder ein Besuch möglich ist, steht dieses Museum ganz oben auf meiner Merkliste. Allerdings ist allein der Außenbereich schon jetzt sehr interessant. Und es ist zentral gelegen.